So, ich bin der Max, ich bin eGamingRP. Wir steigen ins RP4 in. Ich habe geguckt, es ist noch ein bisschen Platz. Und ein bisschen Motivation ist noch da, also ein Video geht noch. Und eigentlich will ich es noch schaffen, dass man zumindest normal in die Karriere einsteigt, dass man sein eigenes Team gründen darf. Und ich bin jetzt nur noch 1500 Euro davon weg. Also darf ich noch irgendwas spielen, was auch Spaß macht. Oh, fortfahren. Oh, Silvia, dann fahren wir Silvia. GP Drift-Wettkämpfe werden in Form von KO-Turnieren ausgetragen. Alle Mitstreiter werden in Paare eingeteilt und müssen ihren jeweiligen Gegner punktemäßig in einem Rennen schlagen. Wer gewinnt, kommt in die nächste Turnierrunde. Die Punkte hängen von Winkel, Geschwindigkeit und Dauer der einzelnen Drifts ab. Große Winkel und hohe Geschwindigkeiten bringen auch mehr Punkte ein. Nach einem Drift steht dem Fahrer ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, das er nutzen kann, um einen weiteren Drift einzuleiten. Durch das Aneinanderreihen mehrerer Drifts steigt die Combo. Je näher du bei deinen Drifts an die roten Fahnen herankommst, umso mehr Bonuspunkte kannst du dir holen. Bonuspunkte! Dass du nicht von der Strecke abkommst oder eine Kollision verursachst, da dir in diesem Fall alle gesammelten Punkte wieder abgezogen werden. Viel Glück! Jo, Standard-Drift-Regeln halt. Gut, außer das mit den Polen. Also da kann man richtig viel... Ich glaube, wenn man alle Pole so richtig trifft mit billigen Drifts, hat man schon gewonnen. Das ist teilweise schon hart, aber... Yusif Daud gegen Schnack Quadrat. Ich denke, das ist ein sicheres Ding. Das ist aber ein Crit 2 auch immer so. Was ist meine Handbremse? Okay, was labert ihr da? So. So, genau, so läuft das hier. Ich finde nur, dass die Karre gerade ein bisschen mega langsam ist. Sicher, das hat ja allein schon den Großteil meiner Punkte gebrungen, dass ich so nah an der Fahne da gerade war. Aber hier die Strecke ist, glaube ich, so breit, dass man selbst auf der Geraden driften kann, was den Kombo umhalten wird. Und das ist natürlich dann schick. Das war leider knapp, aber ich habe den Kombo fallen lassen. Ah, da war ich zu früh an. Und umdrehen. Ah. Schön viel Gummi lassen. Ich finde das Prinzip hier von dem Driftwettbewerb ganz cool. Wenn man sich da an, ja, an seine Kindheit erinnert. Die ersten Need for Speed, Underground 2, mein ich gespielt das Spiel, glaube ich, in meinem Leben. Wo man in, was ein Need for Speed Underground 2 so, dass man mit denen sogar auf einer Strecke fuhr mit allen? Ich weiß es gar nicht. Der hat wohl keine Chance, oder? Hammerhart. Das war schon knapp. Dass man mit denen auf einer Strecke fährt, das finde ich schon mal scheiße. Das ist mega gay. Und ein direkter Vergleich ist nicht so spannend, wie wenn du jetzt hier 4 Runden hast. Wo aber dafür halt nicht so viele Leute dabei sind. Gute Arbeit, 3 Runden. Wir sind im Halbfinale. Ja, also dritter Platz ist schon drin. Aber ich will natürlich aufs Trönchen, da wo der King halt eben hingehört. Aber ich glaube, nachher wird der Nissan Silvia noch ein bisschen stärker. Weil im Anzug kommt er mir gerade nicht so mega episch vor. Vielleicht bin ich aber auch einfach geblendet von dem Königseck von gerade eben. Ja, ich weiß es, laber nicht. Korrekt. Oh, Offroad Drift ist also auch drin. Gut, das killt man natürlich die Kombi, aber ich kann es nicht ändern. So. Und weitermachen. Wie viel Punkte? Ich gerade eben 141.000. Das sollte ich eventuell toppen. Da hatte ich nur 11k Luft. Das kann eventuell knapp gehen, je nachdem, wie hart sie skalieren. Aber ich denke, dass es zum Finale hin ein Ticken schwerer wird. Wäre ja auch irgendwie logisch. Boah, warum labert mehr auf Japanisch? Spar dir das. Ich verstehe dich nicht. Lern Deutsch. Fuck. Es gibt zwar mega viele Punkte, aber drauf die Kombo. Boah, aber damit ist mein Punktzahl so hoch. Da können wir machen, was wir wollen. Nicht auf dem ersten Drift-Event. Das packen wir nicht.
So viel brauche ich selbst im Finale nicht. So viel werde ich wahrscheinlich auch im Finale nicht schaffen. Aber gut, der Schlüssel ist halt an die Fahnen zu kommen. Weil die bringt da die Punkte und das Aneinanderketten bringt da die Kombo. Und dann ist man halt unschlagbar. Aber im ersten Ergebnis hat es nicht gerecht. Doch, die hätte ich jetzt 7k zu wenig gerade. Deswegen, also weiter dranhalten. Und dann wird das was. Nehmen wir diese Top-Secret-Fahrer. Ja, laber nicht. Schlimm genug, dass du im Rennen laberst. Dann muss schnell auch noch zwischendrin labern. Sonst kann ich nicht durchskippen. So. Dann setzen wir mal an. So, das war doch schon mal gut. So, ich muss näher ran. Ja gut, okay, da hatte ich keine Driftkamera oben, wo ich an der Fahne war. Ich war zwar an der dran, aber ich hatte halt einfach keinen Schutz an. Da war ich, glaube ich, zu weit weg. Aber doch, dass die Kombi gerade richtig schön hoch. Ja, da habe ich zu spät den Drift angesetzt. Um den, Punkt zu kriegen. Ich muss ein bisschen später anfangen zu driften, aber allein mit jeder Kombi ist es schon rum. Was wollen die denn jetzt mal machen? Das da sind schon fast 400.000 Punkte. Gut, die Zeit geht jetzt ganz schneller vorbei. Ja, okay, das war's. Ich hab's zwar Bock, aber das doch richtige. Ich hatte nochmal doppelt so viele Punkte wie vorher. Ja, oder man macht's halt einfach so, dass man einfach 40.000 Punkte in einen Drift zieht. Boah, das war knapp. Da muss ich noch gerade so den Drift dann retten. Ja, komm weiter, Mann. Einmal frei. Zupp-Ergebnis. Der war ja noch schlechter wie vorher. Und weitermachen. Das war auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Ergebnis. So, jetzt sollte ich endlich so weit sein, dass ich mein eigenes Team gründen darf. Und wo wollte ich eigentlich heute noch hin mit dem Anfang zum LP? Tolle Arbeit. Jetzt ja, ich sind weiß. Wir im Geschäft. Als erstes musst du dir einen Namen für dein neues Team aussuchen, der uns zu internationalem Ansehen verhelfen soll. Oh ja. Er muss also wirklich gut klingen. Ja gut, wenn er gut klingen soll, kommt natürlich nur ein Name in Frage. Genau. Klingt nicht schlecht. Aha. Wir haben das Geld, das du als freier Fahrer verdient hast, in die Reparatur des Mustangs und die Registrierung des Teams gesteckt und sind deshalb wieder ziemlich knapp bei Kasse. Unsere Mechaniker haben den Mustang wieder voll auf Vordermann gebracht. Er ist jetzt einsatzbereit. Wir brauchen jetzt nur noch unsere Teamfarben. Wähle die Farben und Muster für unser Teamlogo aus. Wir bringen das Logo dann ab jetzt auf jeden neuen Wagen auf, den wir erwerben. Okay. Wir wollen dich und deinen Wagen zu einem Markennamen machen, der fette Sponsoren und die besten Fahrer als Teammitglieder zu uns lockt. Dann liegen wir im Rennen ums große Geld ganz vorn. Ah, so ein 3 Farben Half-Buddy, das sieht ja eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Ah ja, genau. Der ist eigentlich auch schick. Ich glaube, es wird der. Aber das Orange finde ich mega hässlich. Und das Weiß ist an falscher Stelle. Ich wäre dafür, dass das Weiß ist. Das ist nicht Weiß, sondern Rosa. Ist das Weiß? Ja, nicht gerade, aber es sieht noch eher Weiß aus. Und hier will ich irgendeine richtig coole Farbe. Ja, es ist noch... Es gibt, glaube ich, noch cooler wie das. Ja, richtig schickes Grün. Ich nehme hier mal noch das Originalweiß. Ansonsten muss ich mir irgendwann vorhalten lassen, dass ich mit einem pinken Auto da rumfahre. Das Grün und das Lila beißt sich nicht, aber das Weiße passt gar nicht. Ich könnte es ja auch grün, lila, grün machen. Ist nicht so schick eigentlich. Das geht eigentlich noch. Aber es ist eigentlich auch schon mega übertrieben. Ich hätte einfach sollen lieber einen Buddy wählen, der nur in 2 Farben geteilt ist. War da nicht gerade meine Farbe? Dann machen wir es lieber so. Das gefällt mir besser. Zurück? B. Ja, Zahl. Zahl kommt nur in Frage. Und zwar die 27. 27 beste Zahl. Zurück.
Korrekt, so sieht's aus. 22.16 ist es. Auf der Plattform ist die ganze Welt des professionellen Rennsports vertreten. Sie ist in drei Regionen unterteilt. Die Vereinigten Staaten, Japan und Europa. Wenn du einzelne Wettkämpfe bestehst, steigt dein Ansehen in der jeweiligen Region. Außerdem erhältst du neue Lizenzen. Je mehr du davon hast, umso mehr Wettkämpfe kannst du bestreiten. Und umso mehr Geld kannst du gewinnen. Korrekt. Also das Spielprinzip ist relativ simpel. Man muss halt die Stufen nacheinander abbauen. Und jede Region gilt halt für sich selbst. Also wenn ich hier Japan Stufe 2 freischalte, habe ich halt automatisch nur Japan Stufe 2 und noch nichts von den anderen vor. Wenn du möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Ja, ich hätte... Oh, Impresa. Shit, ich kann mich nicht entscheiden. Aber der Silvia ist so gut. Habe ich schon eh kein Geld dafür. Nee, dann muss ich wohl Ami fahren. Ich kann ja nur einen Ami-Wagen, dann fangen wir lieber in Amerika an. Genau, den. Ich kann ja nur das Auto, also. Hilft mir das eh nicht. Ach, erst mal noch ein bisschen Kohle ranbringen. Weil ich will nicht unbedingt mit dem Toyota Corolla anfangen, ein bisschen zu driften. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, wenn ich nicht gerade noch mega lang warten will. Naja. Dann setzen wir es echt mal an die Muscle Classics. Das ist schon ein schickes Auto, auch wenn die Farbkombination echt mega abartig hässlich ist. Aber das korrigiere ich noch in dem LP hier, ich verspreche es. Wählen wir lieber was Klassisches, nicht so mega abgedrehtes. Boah. Tschüss. Ja. Damn it. Aber wenn man sich das Auto von vorne nicht mehr anguckt, sieht es eigentlich noch ganz okay aus. Hinten hat es nur ein bisschen Lackschaden. Ich finde das noch okay. Boah, der reagiert ja ganz anders wie die Autos vorher. Huiui. Das ist halt auch cool, ein Crit. Dann fährt man zwei verschiedene Autos und sie fahren sich halt wirklich wie zwei verschiedene Autos. Ich meine, sie ähneln sich schon, wenn man auf den Kontinenten selbst vergleicht. Aber es ist schon was ganz anderes. Was ist denn hier auf dem Rennen überhaupt das Bonusziel? Gibt es ein Bonusziel überhaupt oder geht es nur darum, so gut wie möglich zu sein? Weil wenn es nur darum geht, so gut wie möglich zu sein, soll es ja eigentlich auch drin sein. Damn it! Den ersten Platz zu holen. Aber wenn ich so fahre, wie ich doch gerade in die Wand gerauscht bin, dann sehe ich doch für schwarz. Oh, ein Plymouth fährt nicht mehr. Ein Plymouth. Wobei ich ehrlich gesagt nur einen Plymouth kenne, und zwar einen Hemi Cuda. Der sieht nicht schlecht aus, aber pff, nicht ganz mein Ding. Lieber eine alte Corvette. Sowas. Ah, ne, ich weiß gar nicht. Das könnte einer gewesen sein, aber ich könnte mal vorstellen, dass es keiner war. So, wie viel da bin ich? Fünfter. Vier Plätze to go. Aber erstmal den Abstand hier verringern. So, ohne Bremsen. Ja, ich lasse mir einfach an die Seite fahren, das ist okay. Uiuiui, ja, Auto geht's langsam zu Bruch. Dann sollte ich mich jetzt mal anstrengen. Das heißt, die... Im Moment trenne dich 5 Sekunden von einem Platz auf dem Siegerpodest. Ja. Das heißt, das, was mein Auto gerade an Performance neu lässt, muss ich durch Skill ausgleichen. Genau, den Skill ist das, was ich gemeint habe. Die eigentliche Idee von hier, dem Manöver, war euch das Auto von vorne zu zeigen. Gut, das glaube ich mir selbst nicht. Also, oh, was ist denn, was war denn das? Nur mega gepennt. Nochmal. Die letzte. Jetzt ist es eigentlich echt eine Herausforderung. Da vorne geht's links, Max, genau. So. Ich glaube, ich muss einfach früher bremsen bei dem Auto hier. Ah ja, ist eigentlich keine Zeit mehr, um noch unter neu zu starten, aber ich mache es einfach trotzdem. So, das ist jetzt erstmal das Letzte, für was ich heute mache. Also streng ich an, Max. So. Was hat man davon, wenn wir mal den ersten Bremspunkt treffen? Hier so. Gut, es ist sowieso ein bisschen lame noch, wenn das Feld so zusammen ist. Wenn man sich dann quasi schieben lassen kann. Aber das ist ja nicht der eigentliche Sinn der Sache. Schön an dem vorbeigerutscht und schön dran vorbeigedriftet. Genau wie das denn soll. Oh, das war okay. Ja, aber wie man direkt sieht, kaum fahrt man ein bisschen ordentlicher, läuft die Runde viel besser. Jetzt bin ich schon Vierter. War zwar gerade nochmal ein Mega-Lag, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es nicht am FP liegt, dass es leckt, sondern dass das Game einfach zu alt ist. Dass irgendein Direkt X mal nochmal rumspackt, das wäre ja nicht unüblich, weil
die machen ja, die Entwickler machen ja, was sie wollen. Aber sie machen es nie so, dass alles noch kompatibel ist. Ja, ich teste euch am ersten Platz mit, danke. So soll das eigentlich auch bleiben. Ja, hier die scharfe Rechtskurve ist schon... ist schon ein bisschen härter, ja. Ja genau, hat er damit recht. Es ist halt... Karre sieht halt mega verrannt aus, aber die Statistik links neben dem Tacho sagt halt, dass noch nichts beschädigt ist. Da muss man sowieso aufpassen, wenn da die... Was ich da am schlimmsten finde, ist, wenn die Räder halt eine andere Farbe kriegen. Weil der zieht dann permanent in irgendeine Richtung. Oder er beschleunigt halt sogar, nehme mir weniger. Er beschleunigt dann weniger. Weil, ich meine, wenn du nicht gerade ein Allrad fährst, hast du halt nur eine Achse, die treibt. Und das ist dann halt schon schlecht. Wenn, wenn halt dann die Räder überdrehen oder halt weniger drehen. Und im Endeffekt ziehen die Autos halt in die Richtung. Und das macht die Sache halt mega schwierig, damit zu fahren. Aber alles noch gewinnbare Situationen. Naja, man frei. Noch links. Ach, da wenn ich mich da an die Zeiten zurück erinnere, die Achievements in Creed 2 zu fahren, da war es so, da gab es auch eine Stadt, die war in, das war glaube ich Chicago. Und da gab es ein Achievement, ich glaube sogar hier mit dem Auto, also mit dem Ford Mustang Mach 1. Eine Rundenzeit von, lass mich nicht lügen, 55 Sekunden oder so zu fahren. Und für dieses Achievement durfte man keinen Fehler machen. Ich habe dieses Rennen glaube ich 200 Mal gefahren. 200 Mal. Das war eine Rennzeit von 55 Sekunden pro Runde. Abnormal. Und dann hängt es einem irgendwann den Hals raus, scheiße. Sollte ich ein bisschen früher vom Gas, damit ich nicht so überdrehe. Aber trotzdem, auf jeden Fall ist es das wert. Und ich sehe es schon so weit passieren, dass ich Crit komplett durch RP und dann direkt Crit 2 dranhänge. Weil, Crit 2, wie sagen wir nochmal schnell die Story aus? Ja gut, bei Crit 2 gab es ja dann noch Multiplayer, der mega ansprechend war, fand ich. Weil man da nicht so davon abhängig war, dass man direkt mit anderen spielt, sondern man konnte auch einfach ja so mehr oder weniger einen Direktvergleich abziehen. Was halt den Multiplayer ein bisschen entzerrt, weil online war halt das Problem, dass die Leute ja quasi, sagen wir mal, dreckig gefahren sind. Die haben nicht einfach von der Strecke gerammt und dann haben er halt beide verloren und die Leute, die dann halt das Glück hatten, in dem Moment nicht erwischt zu gehen, die haben dann das Rennen gewonnen und das hat dann halt, finde ich, nichts mit Multiplayer-Erfahrung zu tun. Ich meine, das lief so weit, dass es sich Steam-Gruppen gebildet haben mit Leuten, die in Anführungsstrichen ernsthaft fahren wollten. Aber ich finde, das haben die Entwickler von Crit gut gelöst, dass sie halt gesagt haben, naja, dann fahren wir lieber Direktvergleiche. Indirektvergleiche halt, mit Zeitvergleichen oder was auch immer. Das hat den Multiplayer halt schon mega spannend gemacht. Deswegen der Multiplayer, ja, wie gesagt, ist sowieso ein Top-Spiel. Also ich meine, es gibt auf jeden Fall so ein paar Kritikpunkte dran, aber im Großen und Ganzen solide Leistung und zu Recht einer der besten Rennspieltitel seiner Zeit. Ich wüsste nicht, was, also alles an vergleichbaren Titel, was mir präsent ist, ist auf jeden Fall nicht so gut wie Crit 2. Und dann kam mir jetzt auch Crit Autosport. Das habe ich noch gar nicht gespielt, aber die Sache ist mir suspekt, einfach weil ich schon den Preis gesenkt habe. Und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. So. Und jetzt fahren wir uns zum Sieg, hätte ich gesagt. Weil jetzt ist es nicht mehr weit. Und dann beende ich aber auch das LP für heute und auch erstmal die Session für heute. Weil, ja, damit sind jetzt halt noch 4 Videos passiert und in der ganzen Zeit, die ich in die Thumbnails investiert, dann reicht es erstmal für heute. Aber, ja, morgen Mittag habe ich Besuch, aber abends läuft bestimmt was. Bis dahin habe ich halt noch ein paar Videos oben, das kann ich auch nebenher laufen lassen. Und dann muss ich mal gucken, was ich dann mache. Genau. Da war ich 2,5 Sekunden vorne. Ja gut, okay, wenn man alleine fährt, kann man halt nicht mehr... Ui. Er liegt in der Rangliste direkt hinter dir. Okay. Jetzt bin ich gezwungen zu überziehen. Ich habe jetzt schon 20 Minuten auf der Uhr. Das war eigentlich nicht das Ziel, aber es scheint ein Grand Prix zu sein. Gut, okay, dann schauen wir halt, dass wir vor dem Lappen rauskommen. Gut, was ich gerade gesagt habe mit dem Rang vorne. Hier ist es so, dass man am ersten Platz 20 Punkte kriegt etc. Und dann gibt es noch eine Teamwertung, aber daher, dass ich schon noch im Moment alleine fahre, was sich aber ja noch ändern wird, kann ich ja gar nicht die Teamwertung gewinnen.
Aber da war es halt, das war halt auch übel bei Krit. Da kann man ja ewig fahren, bis man halt wirklich den besten Mitfahrer hat. Das macht die Sache halt auch realistischer, weil wenn die, gut, ich meine, die fahren nicht unbedingt so in den Städten, denke ich, aber wenn die fahren, ist es immer Teamfahrerei. Oh man, bin ich dumm? Das war schlecht. Das verlängert das LP nur unnötig. So, bremsen, bremsen, besser. Korrekt, ich kann auch korrekte Kurven fahren, merke ich gerade. Genau, wo war ich? Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ne, ich glaube heute nicht. Ich mal ganz hart, dass ich so langsam müde bin. Moa, passt. Deswegen werde ich jetzt gleich nur noch ein bisschen ausspannen bei Crusader Kings. Schön nur gammeln. Das ist nicht so viel Stress wie Crit. Und nicht so viel Stress wie LP. Da muss ich mir nicht die ganze Zeit Selbstgespräche halten. Wobei es schon praktisch ist mit den Stimmen im Kopf, weil die nur heilen einfach selbst. Oh fuck. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber meine Steuerung ist orange und das habe ich jetzt gerade direkt gemerkt. Ich habe nicht vor, dass das sich hält. Weil, das war ja schon unfahrbar, die Sache. Das ist halt das Problem mit den anderen Lappen. Die können halt nichts und machen dann dein Auto kaputt und das kann halt nicht sein. Und das ist halt auch der Grund, was den Multiplayer, sagen wir mal, ich will jetzt sagen, behindert macht. Weil er schon seinen Reiz hat, aber auf jeden Fall verzichtbar macht, ja, sicher. Doch hätte ich jetzt im ersten Sinne auch keine Chance. Ja, ich kann es nicht ändern, also muss ich weiterfahren, so wie es ist. Das macht die Sache jetzt schwer. Ja, ich komme nicht mal von der Wand weg. Ist das jetzt euer Ernst? Nee, gecrashed sogar. Ich habe mich kaputt gefahren. Und ich hatte keine Chance. Sieht mir nach Totalschaden aus. In so einer Situation hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du scheidest aus dem Rennen aus, womit du aber weder deinem Ruf noch deinem Bankkonto was Gutes tust. Zweitens, du kannst das Rennen nochmal von vorne starten. Drittens, du kannst den letzten Abschnitt nochmal versuchen, ohne einen Unfall zu bauen. Ja, keine Ahnung, ich muss halt einfach neu starten. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Gut, das wird das nächste halbe Stunden-RP. Aber ich kann es nicht ändern. Weil ich einfach keine Chance hatte in der Situation. Die erste Situation hatte ich ja schon keine Chance. Das konnte ich aber ja noch durch ein Replay verhindern. Aber das da... Was will ich da machen? Zwei Leute vor mir kollidieren und ich crash seitwärts in den Rennen. Ja. Hier hatte ich jetzt zum Beispiel das Glück, dass mir nichts passiert ist. Könnt ihr mal bitte fahren? Ich sehe gar nichts. Das da war mega strange und hat mich gerade alle Plätze gekostet. Aber wenigstens geht's meinem Auto noch gut. Ich meine, es sieht ein bisschen verbeult aus, aber die Statistik sagt, dass es noch komplett intakt ist. Deswegen gilt jetzt einfach Haifischjagd. Und ab dafür. Oder man fährt sich kaputt. Das geht natürlich auch. Damn it. Vielleicht schneide ich in zwei Videos. Vielleicht mache ich hier draus zwei Videos. Das weiß ich noch nicht. Ich überleg's mal. Wobei, ist doch egal. Was soll's. Ich meine, man steckt nicht drin. Man weiß eh nie vorher, was in der LP passiert. Man kann sich nur spontan drauf instellen und das Beste draus machen. Boah, das dauert mega knapp. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Okay, ich bin so froh, dass sie nicht die ganze Zeit dasselbe sagen. So, Platz Nummer 9. Zwei Leute habe ich mir schon kassiert. So. Schön innen vorbeirutschen. Auf den Lack kommt es mir nicht an. Oh, ich kann mein Versprechen wahrscheinlich gar nicht mehr inlösen mit Umlackieren. Aber wer hätte auch gedacht, dass hier das direkt zwei Rennen sind. Gut, man hätte einfach sollen, vorher aufpassen, wenn man das Rennen gewählt hat, aber Quatsch. Wow, das da war doppelt knapp. Rechts den Stehenden ausgewischen und dann links so ganz knapp an dem vorbei. Das da ist irgendwie meine Lieblingskurve. Wenn man die richtig fährt, braucht man doch nicht mal zu bremsen. Ich weiß auch nicht, irgendwas läuft auf jeden Fall schief mit mir. So, man fährt die außen an und bremst den Ticken an. Zack. Hier ist immer gar kein Problem. Oder bin ich jetzt schon zweimal rausgeflogen? Nee, das reicht ja gar nicht. Da bin ich ja schon mindestens dreimal rausgeflogen. So, anbremsen. Hin dem Druck.
das war gut. Kein Schaden gefangen, also keine Rückblende gebraucht. Uns noch gerettet. Ich meine, man hat ihn nicht von der Bahn geworfen, aber wenigstens hatte ich keinen so sollen, da hatte ich großen Schaden davon getragen. Gut, Fahrfehler von ihm. Der kann nicht mit einer Rückblende korrigieren. Oh, das wäre ja witzig, wenn man mit einer Rückblende korrigieren kann. Ah, sehr korrekt. Nicht vor den geschnackt. So. Ja, dann ist es jetzt echt egal, wenn das Video so lang ist, dann lacke ich auch noch schnell um. Weil, das da ist ja echt Augenkrebs. Eine Runde gibt's noch. Dann machen wir das und dann ist gefällt. Das da war ein bisschen unkonventionell, aber noch komplett solide durchkommen. Ohne was zu berühren. Aber die Doppelkurven sind heute meine Feinde. So. Noch hier die Kurve, zack, schön auf die Gerade. Boah, jetzt habe ich Vorsprung. Und das vom 11. ab, da habe ich mich hochgekämpft, aber... Ja, Deutsch kann früher Gas gehen, aber immer noch keinen Schaden davon getan. Lack braucht man jetzt, man braucht nur Motorleistung. Weil Hubraum ist das Einzige, was man durch nur mehr Hubraum ersetzen kann. Korrekt durchgeschiftet. Hier drüber cutten, hier links fahren, nichts berühren. Scharf anbremsen, Rechtskurve, einwandfrei. Und so führe ich dieses schicke LP zu einem soliden Rundensieg am Ende. Schnack, schnack, schnack. Hoffentlich gibt es jetzt kein drittes Rennen. Einwandfrei. Ja, Weltrekord. Ich denke auch, also mir gebührt nichts anderes wie der Weltrekord. Ja. So, und weiter. Einwandfrei. Ah ja, genau. Das werden wir aber noch innehmen, die Hall of Fame, aber... Gut gemacht, Flitzer. Hervorragende Fahrleistung. Boah, das war ja schon relativ viel Geld. Huiuiui. Sponsorenangebote. Okay. Wir haben unseren ersten Sponsor. Ach ja. Ich war so frei, den Wagen damit auszustatten. Wir verdienen jedes Mal Geld, wenn wir ihre Ziele erfüllen. Du kannst dich ab sofort selbst um das Sponsoring kümmern. Je höher du steigst, desto bessere Angebote erhalten wir. Von immer besseren Firmen. Ich gebe dir Bescheid, wenn neue kommen. Genau. Also, Honorar mal 2. Das Rennen bestehen. Einwandfrei. Korrekt. Zurück. Jetzt noch mein Willkommen Team. Auf dem Teamverwaltungsbildschirm. Hier kannst du Teammitglieder einstellen, Sponsoren auswählen, sowie dein Rennlogo einschließlich der Farben ändern. Was ist das? Ah ja, genau. Das Muster ist eigentlich okay, aber die Farben sind abartig. Läuft es eher auf sowas hinaus. Weil die Farbaufteilung finde ich echt okay, dass man nur 2 Farben hat. Jetzt muss ich nur irgendwas finden, was gut zu dem dunklen Blau das passt. Oh, das wäre eigentlich auch schick. Korrekt, das ist doch nicht übertrieben. Passt noch zu den Sponsor-Logos. Und es ist weniger Augenkrebs wie vorher, also einwandfrei. Ich denke, das war's erstmal für heute. Ich mache jetzt auch aus und wir hören uns das nächste Mal. Ich danke euch und ciao.